Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 4 Remake. Ich habe mir vorgenommen, jetzt wo auch ab dem oder seit dem 21.09. das Separate Ways DLC rausgekommen ist, einfach Resident Evil 4 mal wieder zu spielen. Ich habe es als beim Release habe ich es gespielt und kenne das Spiel also schon. Das Remake kenne ich schon und das Originale war ja oder ist ja tatsächlich einer meiner absoluten Favorite Games in meiner Kindheit gewesen. Deswegen war ich auch super begeistert, dass das Remake echt gut geworden ist. Und ja, ich möchte euch einfach mal mitnehmen auf die Reise so durch quasi meine Nostalgie, durch meine Kindheit, was ich so gespielt habe, nur halt eben mit dem Remake. Und deswegen würde ich auch sagen, nicht lang plaudern, starten wir das Spiel und beginnen eine neue Hauptstory. Ich spiele das Ganze erstmal auf assistiert, weil ich spiele for fun. Und ich habe halt einfach in den letzten Remakes auch gemerkt, dass es einfach auf Standard teilweise schon echt schwer sein kann. Ich habe Standard noch nicht wirklich auf in Resident Evil 4 Remake probiert, aber ich halte es mir simpel und mache erstmal assistiert. Und hoffentlich geht's auch schon gleich los. September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second, this time, it can be different. It has to. So tell me, Yankee, why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen. Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure you boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then, should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. Your calls, huh? I'll be right back. Yeah. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? You smoke?
Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Oh, watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. Und damit sind wir auch im Spiel angekommen, Kapitel 1. Nochmal herzlich willkommen zu Resident Evil 4. Oh Gott, die Steuerung ist ziemlich hart. Eine Sekunde. So, ja, jetzt ist besser. Mal gucken. Die Mausgeschwindigkeit war irgendwie nicht ganz so gut. Mal gucken. Ich muss schon sagen, die Grafik ist schon... echt verdammt gut. Kann ich schon auf irgendwas zugreifen? Karte oder Inventar oder so? Ne, ich glaube nicht. Gucken wir uns mal in Ruhe um. Ich hoffe jetzt nicht, dass C hocken ist. Das macht irgendwie komischerweise jedes Spiel. Shift rennen, ja, das dachte ich mir schon. How far could he have gone? Oh, ist, rastet das jetzt wirklich ein? Auf zu rennen. Tote Tiere. Das muss hier echt furchtbar riechen. Okay. I. Ernsthaft? I? Mit I kann ich aber wenigstens noch leben, weil es relativ nah ist. Normalerweise ist Hocken ja eigentlich auf Control bzw. zu Deutsch Steuerung. Kann ich vielleicht auch noch gleich schnell einstellen. Scheint wohl nichts weiter zu sein. Ja, mal ins Haus gehen, oder? Ich will mehr den Polizisten hier drin. Autosave heißt in der Regel nichts Gutes. Anyone home? Achso, übrigens, das hatte ich gar nicht erwähnt. Ich spiele das Spiel auf Englisch, weil es halt für mich nostalgisch ist. Es war halt immer... Es ist zwar cool, dass es mittlerweile eine deutsche Synchro gibt, aber ich finde es halt in Englisch doch noch besser, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist ein Effigy wahrscheinlich. Von den Los Illuminados. Kann ich da durchgucken? Oh, ist hier was Cooles da drin? Ich glaube, ich habe hier noch nie durchgeguckt. Ah. Scheint aber nicht wirklich viel zu sein. Ah, ein bisschen schneller. Hier brauche ich... Okay, hier brauche ich einen Schlüssel. Ach, hier habe ich gerade durchgeguckt. Okay. Sorry to barge in like this. Busco a un policía. Vino aquí. Go!
This is not good. Okay. Was ist denn das hier? Achso. Nationales Polizeikorps. Mario Fernandez Castellano. Polizeibeamter. Ich muss ehrlich sein, ich komme nicht ganz so gut mit der Steuerung klar. Und wirklich mehr oder weniger daran, dass ich das ja eigentlich nur auf Controller gespielt habe bisher. Ich finde das doof, dass das einrastet. Frag doch nicht, ich weiß ja ganz genau, was es war. Wer ist es wohl? No fucking way. Gott. Geh weg! This just keeps getting worse. Was hast du so viele Kugeln gefressen? Ja, drei Kugeln. Los mit dir. Ich hab mir die Räume nicht richtig angeguckt. Ich könnte dir vielleicht auch helfen, ja. Ich bin relativ gut hingekommen, aber ich muss mal gucken, ob hier vielleicht irgendwo Pistolenmuni liegt. Anscheinend nicht. Achso, ich laufe in die falsche Richtung. Ich muss hier, ne? Das hört sich irgendwie richtig weird an. Ist hier Pistolenmuni drin? Ah, ein gutes Kraut. Nehme ich gerne. War noch nicht wirklich verletzt, aber. Oh no. Bruce. This is Gondor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. Also keine Pistolenmuni für mich. Ich verstehe schon. Gibt es hier vielleicht Pistolenmuni irgendwo? Mal gucken, vielleicht liegt da hier irgendwas. Nee. Nee. Nichts. Okay, dann wollen wir mal losgehen. Einen Schuss habe ich noch. Ich nehme jetzt eine Karte.
Die Karte. Wenn Sie sich einmal verlaufen haben oder nicht wissen, wo Sie hin müssen, kann ein Blick auf die Karte helfen. Dort können Sie Ihre Position sowie Ihre Ziele jederzeit einsehen. Haben Sie eine Schatzkarte, sind auch die Verstecke von Schätzen drauf vermerkt. So. Ich habe die erweiterte Schatzkarte, aber ich muss mir natürlich noch die anderen Schatzkarten kaufen und ich bin der Meinung, ich laufe schon in die richtige Richtung. Ja, ist ja nicht viel, ne? Nehme ich mal hier unten hin. Das kann so bleiben. Das finde ich übrigens auch mega cool, muss ich sagen, dass es hier so ein Herstellungsmenü gibt, wo man sich Munition und Heilung und alles dergleichen craften kann. Das ist echt ein Improvement zu dem alten. Oh, hier gibt's. Ah, cool. Das wusste ich gar nicht. Ich lasse es einfach durchlaufen für Leute, die es lesen wollen. Ich ist ja. Wie gesagt, ich kenne die Story halt schon. Achso, okay. Und über Funk ist dann vermutlich. Genau, das, was wir mit Hannigan gesprochen haben. Ich werde da wahrscheinlich auch nicht oft reingucken, aber falls man das jetzt lesen möchte, aber ich denke mal, viele Leute werden das wahrscheinlich selbst schon gespielt haben. Oh. Ah, nee, ich habe nur noch eine Kugel. Bisschen traurig. Tschüss, Vogel. Okay, so geht das. Schön. Ich will jetzt endlich nachladen. 12 Schuss sogar. Respekt. Hallo? Klingt gut. Ah, eine Schreibmaschine. Cool. Ich weiß nicht genau, wie das ist hier. Ups. Schießpulver. Ob ich mir jetzt schon meine Koffer... Ah, ich kann meinen Koffer schon anpassen. Ich habe halt die Deluxe-Version gekauft und mir dazu auch noch die neuen Koffer gekauft. Ich kann mir halt eine Pistole nehmen. Ich weiß aber nicht, ob die Pistole besser ist als die andere. Wie kann ich denn das... Upsala. Ich würde auf jeden Fall den goldenen nehmen. Erstmal für... Was haben wir hier? Was macht das? Häufiger Herstellerbonus auf Pistolmoney. Ah, das nehme ich auf jeden Fall gerne. Links. Und da ich noch nichts anderes habe, bringe ich das in der Mitte an. Grundrate für Schießpulver steigt. Was ist das? Pistolmunition. Achso. Okay. Ja, ich gucke mir erstmal schnell an, was der Unterschied ist zwischen Waffen schnell. Unter Objekte können Sie einer Waffe dem Schnellzugriff zuweisen. Insgesamt können bis zu 8 Waffen zugewiesen werden. Je 2 in den 4 Richtungen. Ich wollte mir... Oh Gott, ich mache alles falsch hier. Oh, tut mir leid. Jetzt ist richtig so. Dann drücke ich hier rauf und gucke einfach mal bei Untersuchung rein. So, du machst... 100C. Machst erstmal 1,1 Damage. Und du? Untersuchen. 1,1. Also, die ist schon ein bisschen besser. Dann machen wir die einfach mal. Ich kann die leider nicht entleeren. Aber ist nicht so schlimm. Schießen wir die in die Aufbewahrung. Und knallen das hier rein. Das ist auch mega cool, dass der Schnellzugriff da ein bisschen besser ist. Ich weiß nicht, ob in dem frühen Gameplay es wirklich sinnvoll ist, mehr Geld zu bekommen, anstatt mehr Muni. Aber das werde ich herausfinden. Zur Not kann ich es ja an dem nächsten immer noch wechseln. Jetzt wird erstmal nichts Interessantes. Okay. Kommen die jetzt schon an oder nicht? Was ist denn los mit euch? Na gut, ich gehe erstmal hier rein. 8 Schuss bis zur Muni. Schon nicht schlecht. Ich weiß, wie das geht mittlerweile, obwohl es immer noch ungewohnt ist. Ah, hier gibt es noch eine Kiste. Cool.
Seten. 150. Ich sag es zum Af. Also in dem ersten Durchlauf eines Spiels will man ja in der Regel auch die Waffen upgraden und so. Also das ist wahrscheinlich doch besser, wenn man. Mich hier immer so konzentriert. Du bist kein böses Vieh. Gib mir dein Geld. Ist da noch einer? Schon noch einen. Ja, chillt doch nicht. Doch. Da war noch einer. Ein bisschen weiter hinten. Ich denke nicht gleich hier vorne. Das machen die aber auch noch nicht lange. Diese Blubbergeräusche. Oh Gott, ich bin so doof. Ich habe mich aufgepasst. Jetzt hätte ich sehen müssen. Damn it. Ja, fühle ich. Hi. Ich kann da nicht durchschießen oder habe ich einfach noch nicht getroffen? Das ging relativ gut. Hast du nicht gedacht? Nochmal Pistolmoni und eine Brenngranate. Cool. Und ein rotes Kraut. Okay. Da können wir jetzt halt auch schon mal herstellen, das weiß ich. Können wir schon mal ins Inventar gehen. Und können das hier mit kombinieren. Und schon haben wir ein rot-grünes Krautgemisch. Hilft uns auf jeden Fall auch ein bisschen weiter. Eh nicht so viel Heilung. Ich kann mir nur denken, was jetzt kommt. Obwohl, ich weiß, was jetzt kommt. Ein Schädel. Von oben. Lecker. Und dann natürlich die bekannte Dorf-Szene. Oha. Das ist nicht cool. Das ist wahrscheinlich auch ein Tod, den keiner so wirklich will. Aber wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich schieße aber auf einen. Dann kommen sie schon alle an. Here we go. Ich weiß, dass es hier eine Möglichkeit gibt, durch das zu skippen, aber das mache ich nicht. So was machen wir nicht. Wir machen das so, wie früher. Oh ne, der kommt noch von da. Alles habe ich jetzt vergessen. Wo sind wir hier hin? Give me a break already. Und bam! Arriba eso! Oh nein! Oh, das habe ich vergessen. Oh Gott, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Oh Gott, jetzt muss ich laufen, weil der ist, glaube ich, genau hinter mir. Hat er mir Ruhe? Aber das habe ich vergessen. Okay, dann muss ich wohl doch durch. Na, eine Sekunde. Ich will nicht auf assistiert sterben. Das finde ich irgendwie nicht ganz so cool. Das wird mir mit Sicherheit passieren. Oh nein. Oh nein. Oh, you gotta be kidding me. Ich glaube, der kommt so oder so. Ich weiß nicht, dass es hier ein Shotgun wird. Und die nehme ich. Nimmst die doch raus einfach. Was ist denn los? Du hast keine Zeit dafür. Kettensägen machen. Oh nee, hier raus will ich nicht. Ich bin eine Granate. Platz 3.
Scheiße. Ich muss weg hier. Ah, Hilfe. Ich muss weg hier. Oh Gott. Ich hab's ein bisschen leichter in Erinnerung, um ehrlich zu sein. Oh, es geht los. Gott sei Dank. Kann ich die eigentlich noch umbringen? La Campana. Él nos invoca. Where's everyone going? Bingo? Das ist der perfekte Zeitpunkt, um an dieser Stelle zu sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch bis zu dem Punkt genauso gut gefallen wie mir. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo da. Und ich freue mich, falls ihr auch in der nächsten Folge einschaltet. Bis dahin. Tschüss.